Mittwochabend bei der Rennstrecke in Mailand. Es ist die Eröffnung der Regatta-Weltmeisterschaft und man merkt, dieses Jahr geht es um die Olympia-Quali. Sagenhafte 1850 Athleten und Athletinnen aus 102 Nationen kämpfen um Platz für Rio 2016. Doch zuerst kämpft man sich durch die Eröffnungsfeier. Die fängt noch klassisch harmlos mit italienischen Nationalhymnen und Piraten an. Es folgen Musikbanden und die Vorstellung von WM-Maskottchen Eddy samt menschlicher Gehhilfe. Die Stimmung bei den Schweizern ist gut, doch vor allem freut man sich auf den Fahneinmarsch von unserer Athletin Noemi Brüschwiler. Sie vertritt die Schweiz in K1 über 500, 1000 und 5000 Meter. Fabi Weiss tut sie ihre gleich bei den Herren und der K2 mit Stefan Domisen und André Sumatter über 500 Meter und 1000 Meter komplettiert das Team vom Nationaltrainer Ingolf Beutel. Die weitere Eröffnungsfeier hat mit ihren offenbar spontanen Choreografien und der noch viel mutigeren Umsetzung von einer, sagen wir mal, interessanten Idee die Meinungen übertragen. Doch genug von der Öffnungsfeier. Am Donnerstagmorgen haben unsere Fans gewartet auf den Start vom ersten Schweizer Boot, der Noemi über 500 Meter Distanz. Ihre Erwartungen im 500er waren eher zurückgehalten. Ja, im 500er muss ich sicher mal schauen, wie weit es geht. Das Feld ist enorm stark und ja, ich lasse mich überraschen, ich gebe mein Bestes. Eine harte Konkurrenz, schliesslich ist es die olympische Distanz bei den Damen, verlangt von der Noemi einiges. Die Quali für das Halbfinale schafft sie zwar nur ohne sich verausgaben zu müssen, doch ein stört Schluss. Als 8 in ihrem Rennen bleibt ihr der Einzug im B-Finale verwehrt. Sie fokussiert sich sowieso aber eher auf ihre Stärke. Im 1000er habe ich schon ein konkretere Ziel. Da möchte ich gerne in ein Finale kommen. A oder B, mal weiss ich auch nicht, was möglich ist. Da muss ich auch schauen. Der Vorlauf im 1000er hat Noemi am Freitagmittag. Das erste Schweizer Boot ist mit Kuhglocken schon früh angekündigt worden. Der K2 von Woody und Andri. Für den Zweigenannten ist es die erste Reiter-WM. Und vor der Rennen ist mir ambitioniert. Ja, ich denke, wir haben eine recht schwierige Aufgabe 2, weil wir noch recht jung sind. Und ich denke, die Einsetzung ist mal ein B-Finale. Und wenn wir das erreichen, bin ich recht zufrieden. Ja. Sie schafft die Quali für ein Halbfinale souverän. Doch bei dem zeigt sich, dass der B-Finale für den Andri, weil er während dem letzten Trainingslager einen Leistungseinbruch mit anschliessendem ärztlichen Untersuchen erlitten hat, einfach ein bisschen hochgesteckt war. Immerhin, knapp im 20. Halbfinal-Gesamtrang, schaffen sie den Einzug im C-Finale. In Anbetracht von diesem Umstand ein gutes Zwischenresultat. Zum Schluss warten die vielen Fans aus der Schweiz auf unseren Leistungsträger, den Fabio Weiss. An seiner dritten Elite-WM, zudem im Olympia-Qualifikationsjahr, ist der Druck auf Nidwalden natürlich einiges grösser. Doch ist eine Prognose äußerst schwierig. Ich bin mega gespannt. Die Leistungsdichte ist noch extrem hart geworden jetzt in meiner. Bin echt gespannt, was rauskommt. Ich fühle mich fit und ja, es gibt nur eins Vollgas geben. Die Quali verläuft gut, beim dritten Rang in seinem Heat ist er souverän im Halbfinale. Doch der spielt wie bekannt mit anderen Regeln. Im Halbfinale ist es halt extrem schwierig. Da ist halt ein bisschen glücksicher, wo ich darauf angewiesen bin. Das Ziel ist A-Finale. Es ist sehr schwierig, aber eben, ich bin auf Glück angewiesen. Und dann gibt es nur eins, alles geben und dann schauen, was rauskommt. Ja. Das A-Finale ist sicher der grosse Traum. Weil der mit den ersten 7 Rennen einen direkten Startplatz in Rio garantiert. Doch in der härtesten Disziplin wäre das eine Sensation für Fabio. Er startet in einem sehr starken Lauf, unter anderem gegen den Bronzegewinner von London, dem deutschen Max Hoff. Und der Fabio fährt gut, sehr gut sogar. Zwar verpasst er als Lauf 4. den A-Finale, doch als Gesamtelfte von allen Halbfinals und mit neuer persönlicher Bestzeit darf der Fabio äußerst stolz auf sich sein. Ich habe auch die ganze Woche gemerkt, hey, es ist möglich. Der Hof ist in der Nähe und das habe ich so im Augenwinkel gesehen. Und das passiert nicht jedem Rennen, dass man das Gefühl hat. Und ein geiler Endspurt gezogen, es hat leider nicht gelangt, aber es war vermutlich mein bestes Rennen ever. Und das an meinem wichtigsten Rennen ever. Ja, ich denke, da muss ich zufrieden sein. Am Samstag wartet der B-Finale auf Fabio, der sicherlich noch mal brillieren will. Heute Freitag geht es weiter mit den Qualis und Halbfinals vom K2 über 500 Meter, wie auch von der Noemi über 1000. Ob dort die Schweiz auf der Sonnenseite paddelt, erfahrt ihr auf Kajak News.